Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön. Danke für die Anmoderation. Und in der Tat, bin ich seit ungefähr einem Monat in neuer Rolle. Vorher war ich in einer Bank unterwegs und darum dreht sich in Teilen auch der Vortrag und auch um die Gemeinsamkeiten, die man dazwischen beobachten kann. Es geht um die unsichtbare Bank und wie man diese sichtbar machen kann. Und das klingt für uns alle vielleicht schon mal so ein bisschen wie Zauberei, vielleicht magisch, könnte ich mir vorstellen. Und dann gibt es aber noch einen Nachsatz, da geht es auch noch darum, um die Nutzung von Daten, um relevant zu kommunizieren. Und das klingt dann vielleicht für viele doch wieder eher noch mal ein bisschen anders, so nach Big Brother. Wir haben da schon einiges heute von gehört. Uns ist das vielleicht total naheliegend. Allerdings, wenn dort eine Staatsbank auf einmal aktiv wird im Data-Driven Marketing, dann reagieren doch einige immer noch so ein wenig abweisend, abneigend. Was wollen die denn dort tun? Denn auch da Kunden, die eine Förderung erfahren wollen, wollen im Kern nur Lösungen für ihren Alltag. Da haben wir schon einiges zugehört, wie individuell der ist. Aber zumindest ist er jedes Mal eher schön, vielleicht erholsam, bequem, convenient. Wenn wir uns das dann anschauen, formulieren wir aber manchmal auch ein wenig anders. Dann formulieren wir vielleicht so, wie ich das auf das Programmheft getan habe, Data-Driven Marketing ohne direkten Kundenkontakt. Da werde ich darauf eingehen, warum das der Fall ist. Und ich glaube, für uns sind das normale Vokabeln. Für den Kunden dort draußen klingt das eher kryptisch. Das ist kompliziert, aber eben mein Thema heute. Und vielleicht habt ihr es an dem Tempo schon gemerkt. Ich habe dafür eine ganze Reihe Slides mitgebracht. 225 sind es an der Zahl. Das sind alle 5,3 Sekunden, muss ich dann mindestens klicken. Und ich meine das wirklich total ernst. Es wird ein wirklich rasanter Ritt. Also alle einmal anschnallen. Wir beginnen jetzt mal und wir beginnen natürlich, wie soll es anders sein, mit Daten. Ein paar Worte nehme ich noch zu mir, um das vom Kontext einordnen zu können. Digital bin ich wirklich schon eine ganze Zeit. Das begann bei mir hiermit. Ich weiß nicht, wem von euch das ähnlich ging, wer vielleicht sogar noch früher unterwegs war, wer vielleicht da dann eingestiegen ist, wo sich das ein wenig geändert hatte, gar nicht so sehr von der Farbe. Oder wer auf diesem Gerät oder ähnlichen mittlerweile gelandet ist, da variiert das vielleicht ein wenig, ist aber relativ konstant geblieben. Online 87, jetzt sagen einige, Moment, World Wide Web ging in den 90ern los. Das stimmt. Allerdings gab es solche Geräte. Und fragt mal jüngere Generationen, was das ist auf dem Bild. Dieses komische Wort Akustikkoppler haben die noch nie gehört. Dabei konnte man schon webähnliche Dinge abrufen. Da waren auch noch andere Menschen am Regieren. Das hat sich dann geändert. Dieses Gerät ist vielleicht noch zumindest vom Geräusch her der einen oder dem anderen bekannt. Und ja, es gab auch andere Menschen dazwischen, bis wir bei dem gelandet sind, was heute bei uns im Flur, im Wohnzimmer vielleicht auch steht, irgendwo. Und auch sie begleitet uns da schon eine gewisse Zeit. Mobil sind wir auch alle seit geraumer Zeit. Bei mir ging es 93 erst los mit einem Gerät, was so ähnlich aussah. Hat sich dann aber auch sehr schnell gewandelt mit vielen Funktionalitäten, die wir heute auch noch in diesen Geräten haben und sehen, die uns jetzt ja auch schon gut über 10 Jahre, 12 Jahre begleiten. Was will ich mit sagen? Im Kern bin ich kein Digital Native, sondern im Endeffekt auch angelernt. Und dabei bin ich in Bewegung geblieben. Das hatte ich schon so ein bisschen gesagt, auch mit meinem letzten Wechsel. Davor waren auch schon andere. Gestartet habe ich mal in der akademischen Forschung, bevor es mich in die Beratung gezogen hat. Ich habe dann ein Start-up-Unternehmen aufgebaut, wo wir uns dem Social Commerce gewidmet haben. Durfte dann eine Zeit lang bei Payback insbesondere das Projekt von einer Plastikkarte hin zu einer digitalen Karte zur mobilen App begleiten, war zuletzt in der KfW für die digitalen Kanäle und das digitale Marketing verantwortlich. Und in der Tat, wie dankenswerterweise in der Einleitung schon geschildert, bin ich seit rund 6 Wochen in der TripleSense Reply. Und selbst nicht nur dort unterwegs. Ich engagiere mich weiterhin als Vortragender an verschiedenen europäischen Hochschulen, hier die mit dem schönsten Hintergrund gewählt, in Kufstein, wer das nicht direkt entschlüsseln kann, oder halt in Verbänden wie unter anderem dem Bundesverband Digitale Wirtschaft. Aber stopp an der Stelle. Es geht ja hier gar nicht so sehr um mich, sondern wo geht es uns drum? Um Data-Driven Marketing und schlussendlich um Dialoge, die uns begeistern. Und da
habe ich mir mal Gedanken gemacht, was brauche ich eigentlich dafür? Und bin auf drei Dinge gekommen, die ich heute gerne vermitteln möchte. Zunächst mal geht es, die Situation zu erkennen und den Willen zum Start zu fassen. Das ist so ein bisschen der erste Punkt, tatsächlich ja ein Licht aufgehen lassen. Wenn das einmal da ist, braucht es in der Regel Wissen über die zentralen Zusammenhänge. Das ist so ein bisschen diese Birne, die man dort hat, aufgehen lassen, das Licht, was nun brennt, auch mal zu umschreiben. Warum ist das so? Und dann gilt es schlussendlich, trainiert zu sein, damit einem, wenn man das Ganze verstanden und zum Brennen bekommen hat, nicht tatsächlich die Luft ausgeht. Und Training, das kann manchmal mühsam sein. Aber wir wollen es ja mit Leichtigkeit angehen und mit einigen Slides. Deswegen gehen wir mal diesen Sprint durch diese drei Kapitel nun an. Und das Erste, ein Licht aufgehen lassen, hatte ich es genannt, geht man natürlich am besten am Beispiel an. Und da habe ich das aus meiner vorherigen Station mitgebracht. Die KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, ist eine Förderbank, wissen die meisten von uns vermutlich. Diese Schilder, die man dort sieht, die existieren noch gar nicht so lange. Die wurden irgendwann in den 80ern, Ende der 80er, Anfang der 90er aufgestellt. Bis dahin war eine KfW wirklich unsichtbar. Sie war und ist es teilweise auch immer noch in Frankfurt ganz gut versteckt. Sie ist auch, das ist wirklich ein echtes Bild, ein Stück weit entfernt von den anderen Banktürmen, die man dort kennt. Und trotzdem ist sie von Bedeutung. Schauen wir in den Markt rein, ist sie, je nachdem, welche Summen man anlegt, irgendwo die zweit-, dritt-, viertgrößte Bank nach Bilanzsummen in den letzten Jahren. Und das aus einer Rolle heraus, die vorgegeben ist. Und das ist sehr besonders zu merken und erklärt vielleicht so ein bisschen die Besonderheit und warum man sich mit der Unsichtbarkeit auch leicht tut, weil es gibt sogar ein Gesetz über diese Kreditanstalt für Wiederaufbau, was natürlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg im Sinne des Wiederaufbaus auch geschlossen wurde und bis heute auch ein Erfolgsmodell darstellt, wo sich mittlerweile auch andere Förderbanken dran orientieren. Und zwar kann man das einfach umreißen, so erklären, dass schlussendlich die KfW, und das ist den meisten von euch ja auch bewusst, keine eigenständige Filialbank ist, die sich an Kunden wendet, sondern im Zusammenspiel mit einem sogenannten Förderökosystem, bestehend aus Banken, Plattformen und weiteren regionalen Förderbanken, immer in Kombination zum Kunden hin auftritt. Zugleich, trotz über 70-jähriger Historie, stehen aber auch so eine KfW vor einigen Herausforderungen. Und zwar insbesondere dann, wenn wir alle auf ein anderes Tempo umschalten. So viele Slides, wie ich die habe, kommen oder es sogar noch schneller irgendwo geht. Und wann passiert das? Naja, ganz klar, dann, wenn am 13. März 2020 zwei Menschen freitags vormittags oder mittags war es, glaube ich, vor einem großen Pressekonferenz sitzen und verkünden, dass das KfW-Sonderprogramm für die Wirtschaft an dem Tag möglichst starten soll. Also ganz hat es nicht geklappt, wer jetzt aufs Datum geachtet hat. Ich habe eben gesagt, sie saßen am 13.3. tatsächlich vor der Presse. Am 23.3. ist dann dieses Corona-Sonderprogramm gestartet. Nichtsdestotrotz, schon an diesem 13. März 2020 hat so eine Pressekonferenz natürlich Auswirkungen. Unternehmen, die potenziell in Probleme hineinrutschen, hören von zwei Ministern, es gibt Hilfe bei der KfW. Und was das bedeutet, das könnt ihr euch alle lebhaft vorstellen. Da schießt der Traffic vielleicht auch mal über die 100%, die man sonst gesehen hat, hinaus. Da klingeln die Telefone, sodass eine Telefonistin, ein Telefonist in unserem Callcenter vielleicht vier auf einmal bedienen muss. Und die Unsichtbarkeit, die ist sowieso hinweg, weil auf einmal soll es ja etwas bei der KfW geben. Heißt, es bricht ein Informationsbedarf auf wirklich allen Touchpoints, auf allen Kanälen von vielen verschiedenen Beteiligten los. Das sind die Unternehmer, die in dem Moment schon beginnen zu rechnen. Wie kann ich denn weiterhin gut agieren? Das sind dann natürlich die Banken, die gehört haben, Mensch, wir sind ja da in diesem Ökosystem mit dabei. Da müssen wir uns rüsten. Wir müssen verstehen, was die Politik, was die KfW als staatliche Förderbank dort vorhat. Und das ist natürlich der politische Raum, der sich nicht mit dem, was an einem Tag live ist,
zufrieden gibt, sondern nochmal richtig Gas geben möchte. Und was eint die alle? Klar, das ist das Verlangen nach handhabbaren Prozessen in diesen besonderen Zeiten. In Zeiten, die davon geprägt sind, dass eine Filiale geschlossen ist, um Menschen zu schützen. Indem der Bankberater, so wie viele von uns, auch mit seinen Kindern im Homeoffice und Homeschooling-Mix zu Hause agieren muss und er oder sie natürlich nicht zwingend sich umstellen möchte, neu lernen möchte, sondern etablierte Schnittstellen nutzen will. Und die sind dann ja auch gut dokumentiert. Die sind nicht immer ganz state of the art. Ich habe trotzdem sehr bewusst den Screenshot mal mitgebracht. Aber sie helfen, weil sie vertraut sind, möglichst vielen Beteiligten direkt weiter. Und was haben wir dann gewählt an der Stelle, um dort in dieser besonderen Situation Gas geben zu können? Wir haben die Unterstützung am Point of Need tatsächlich versucht zu optimieren, die aber ohne Direktkontakt vor Ort funktionieren musste. Das war eine Besonderheit, weil, ich sagte schon, da war ja kein Reinkommen mehr, beziehungsweise wenn, nur mit viel Abstand. Und es sollte und musste trotz allem im Rahmen dieses KfW-Gesetzes, was man auch Bankdurchleitung nennt, weiter wirken. Weil natürlich auch die Banker von zu Hause in der Zwischenzeit auch erste Informationen aufgesetzt hatten. Das ist ja ein Screenshot der Sparkassen, die das in dem Moment beworben haben. Wie sind wir das angegangen? Was kann man dann dafür tun? Nun ja, wir haben uns für einen Weg entschieden, wenn der Traffic durch die Decke geht, dann stellen wir auch konsequent unsere Touchpoints entsprechend um. Und so sah die KfW über mehrere Wochen aus im März, April 2020, wo tatsächlich das Thema KfW-Corona-Hilfe, Kredite für Unternehmen, alles andere dominierte. Wir haben dann versucht, sehr klar und prägnant Dinge zu beschreiben, ist aber auch ein Standard. Das, was neu hinzugekommen ist, ist dieser Button, wie geht's weiter? Das ist gar nicht so sehr üblich. Bis dato hatte eine KfW sehr viel Informationen bereitgestellt, aber eben nicht den Einstieg in eine Transaktion ermöglicht. Und das haben wir in dem Moment geändert. Wir haben das Vorbereiten als nächsten Schritt ermöglicht. Man klickte da drauf und konnte im nächsten Schritt viele Informationen zusammentragen mittels einer Formularlogik, die in der Bank oder in der Sparkasse aufgegriffen werden können. Man kann es hier nachlesen. Das war gar nicht eine Direktübertragung von Tag 1 an. Teilweise war das einfach nur ein Ausdruck am Ende, der dabei geholfen hat, in einem Telefonat mit dem im Remote Office sitzenden Kollegen aus der Bank schneller durch diesen Kreditantrag zu finden. Es galt also, mit einfachen Lösungen zu starten. Ein PDF, ein Ausdruck, eine E-Mail, wie man hier in der zweiten Zeile sieht, einfach zu generieren. So sah das dann am Beispiel einmal aus. Das einfach mal für mich und mein ehemaliges Startup ausgefüllt, um es zu illustrieren. Hat eine extrem positive Resonanz gefunden, weil wir auf vertrauten Prozessen weiterentwickelt haben, hin zu erstmal reibungslosen Prozessen in einer Drucksituation gefunden haben und dann stetig weiterentwickelt haben. Das war eine Art Vorantrag. Es ging dann weiter in den Antrag beim Partner bis hin zur Auszahlung. Haben wir die Räder nach und nach in Rotation versetzt. Wir haben verzahnte Erlebnisse geschaffen, von der Information bis zur Transaktion. Kapitel 2, was braucht es dafür und was braucht man auch heute, wenn man solche Dinge angeht? Die Sache mit dem Wissen, das war diese Glühbirne, die man beschreibt. Was bedeutet das dann, relevant mit Kunden zu kommunizieren? Was haben wir auch daraus gelernt und auch sonst beobachtet? Was war die Basis, auf der wir aufgesetzt haben? Um zu überzeugen, haben wir auch mit einem alltäglichen Beispiel begonnen. Und wir haben die Branche ganz bewusst mal verändert. Weg vom Banking, hin in was anderes. Nämlich das, was wir alle kennen, unseren Einkauf. Und der Kontext A, wie ist das so vor Ort? Das ist, manchmal hat man so ein Bild vor Augen. Der Kontext B, am Arbeitsplatz, vielleicht beim selben Händler, einfach nochmal etwas online nachbestellen. Im Kontext C ist man vielleicht unterwegs oder zwischendurch im Büro, mal eben die App nutzen oder zu Hause auf der Couch nutzt man vielleicht die Rewe Voice App oder halt auch jeden anderen Händler. Das klingt auch alles zunächst mal super, gerade bei so einem Händler, der das alles miteinander vernetzt. Wir sind aber mal den Realitätscheck angegangen, den kann man auch im Handel angehen. Naja, vor Ort ist eher die Vielfalt das, was einen erschlägt. Mal eben am Arbeitsplatz ist es vielleicht das Ungenaue, was uns umtreibt.
hier muss ich mich erst einwählen, wer ich bin. Im Kontext C, diesen zwischendurch und unterwegs, macht es das ja nicht besser. Da ist es dann sogar so, ich bekomme vielleicht etwas gefeatured, was jetzt nicht unbedingt mein Stil an der Stelle ist. Und zu Hause auf der Couch, naja, vielleicht ist da erst gar kein Voice-Skill da. Das heißt, Siri, Alexa und Co. haben einfach Probleme, mir etwas auszuliefern. Zumindest ist eines klar, ist die Frage, ist das relevant und bietet das Mehrwert, ist eine rhetorische, weil am Ende entscheidet das der Kunde oder die Kundin und die reagieren tatsächlich allzu oft wenig positiv an der Stelle. Dabei kann man sagen, geht es doch eigentlich. Und das wissen wir alle. Und wir kennen es vielleicht noch aus unserer Kindheit. Ich habe es noch so erlebt, dass ich von meiner Tante Emma, die hieß tatsächlich so in ihrem Einkaufsladen, sehr persönlich begrüßt wurde. Die wusste, was meine Eltern kaufen, meine Großeltern. Die konnte mich beraten, wenn ich mal was vergessen hatte und nicht mehr im Sinn hatte. Die wusste, wie viel Brötchen ich beispielsweise morgens brauche. Es war angepasst auf meinen Alltag. Und angepasst auf unseren heutigen Alltag ist es tatsächlich auch so, dass das geht. Hier sieht man wieder mit den Lebensmittelmärkten, habe ich es einfach nicht so und würde die gern geliefert bekommen. Hier passt es sehr gut auf meinen regionalen Kontext und Friseure ist ja derzeit ein Hit-Thema, auch wenn ich damit die kleineren Probleme habe. Was ist die Konsequenz aus dem, was wir dort aber sehen? Naja, im Handel war es oftmals so, es sieht nicht ganz so gut aus und auf den Kontext der Banken, ich würde sagen, manchmal sehen solche Bilder noch erschreckender aus, wo man dann landen kann. In Summe war es also Zeit, das Ganze zu ändern. Und das ist die Frage nach dem Wie. Und damit kommen wir ins dritte Kapitel herein. Wie wird man denn nun sichtbar, ohne die Vorzüge der Unsichtbarkeit zu verlieren? Erstmal ist eines wichtig, die Aufmerksamkeit wandert durch diese Digitalisierung. Das haben wir gesehen. Das ist das primäre Device. Das ist das, was heute der First Screen ist, der Second Screen verschwindet dort im Hintergrund gerade. Man erkennt ihn noch schemenhaft. Was ändert sich dann dadurch? Na klar, wir alle und unsere Ansprüche an die Customer Experience. Wie wir den Kunden noch adressieren, ist offen, aber er ist geprägt. Und das können wir uns ja zu eigen machen, weil auch mein Tag sieht so aus. Heute Morgen habe ich nochmal letzte Recherchen kundgetan, bevor ich mich in Hopin eingelinkt habe. Ich habe noch ein bisschen kommuniziert, dass ich hier aktiv unterwegs bin, vielleicht noch mich mit denen vernetzt, die ich kenne aus dem Publikum und habe vielleicht auf Zuruf beim Frühstück noch meine Bestellungen getätigt. Das waren Lösungen überall und eine sofortige Interaktion. Geprägt bin ich de facto von diesen großen Plattformen. Wir haben gesehen, Google, wir haben Amazon, wir haben Facebook gesehen und all das habe ich auf meinen Apple-Devices erledigt. Könnte ich auch in umgekehrter Reihenfolge angehen. Zumindest habe ich eine omnipräsente Bedürfnisbefriedigung erfahren. Und wie reagiert man auf diesen Kontext, wenn man in Drucksituationen ist oder auch ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken hat? Und das ist jetzt auch wieder ein Learning aus der KfW heraus. Die erste Schlussfolgerung ist, bauen wir doch Anwendungen, die Bedarfe nach Förderung decken. Mag man meinen. Allerdings würde ich da noch mal einmal drüber nachdenken, weil wann hattet ihr denn das letzte Mal ein Bedürfnis nach Förderung wirklich? Ich meine wirklich nach Förderung im Originären. Nun ja, vielleicht dann, wenn ihr einen Kaufvertrag für ein Haus unterschrieben habt. Vielleicht, wenn ihr sanieren wolltet. Vielleicht, wenn ihr gründen wolltet oder auch dort in die Sanierung eines Unternehmens eingestiegen seid. Ich glaube nur, ihr denkt da gerade alle weniger an Förderung, sondern an das eigentliche Bedürfnis und wahrscheinlich auch an die Lösungsanbieter. Weil wer steckt denn dort dahinter, wenn ich kaufen möchte? Ihr tut das auf Plattformen, die oftmals marktdominant sind. Das kann auch im Sanierungssegment so sein, wo ihr viele gebündelte Angebote erlebt. Das kann bei einer Gründung sein, wo viele Angebote zusammengetragen sind. Oder wenn es in die Sanierung von Unternehmen geht, gibt es auch dort mittlerweile Finanzportale für. Ihr denkt ergo an Anbieter in bedarfsorientierten Kontexten. Und das ist das, was ich in diesem System, in dem Förderökosystem, wie ich es dargestellt habe, eben auch signifikant ändert. Auf einmal kommt Kunde König nicht mehr direkt zur Bank oder einen der Mittler, sondern landet nochmals auf vorgeschalteten Anbieterplattformen. Und das sind Anbieter mit Vorzügen. Die orientieren sich nämlich an den Grundbedürfnissen. Davon gibt es gar nicht so viel. Ich habe hier ein Bild von McKinsey mal genommen, wo die 12 Stück abgetragen sind.
Die integrieren dann, je nach Feld, was sie wählen, dort vielfältige Services, ob Versicherung, Handelsleistung, Logistik oder auch Produktinformationen und werden aber gesteuert über diese Portale mächtige Brands als Gatekeeper an der Stelle. Ich hatte die eben schon aufgezeigt. Und es ist auch klar, warum diese Portale eine zentrale Rolle spielen. Auch das mehr eine rhetorische Frage, nämlich genau aufgrund dieser vielfältigen Kombination über die komplette Wertschöpfungskette werden Leistungen vom Händler bis zum Logistikdienstleister, und hier seien nur Beispiele genannt, integriert, branchen- und prozessübergreifend, stammt alles aus einer Hand. Und wo kommt da die Förderung noch dran, die an der Stelle ja hängen musste? Das ist die zentrale Frage, die wir uns dann gestellt haben. Wie kommt die Förderung in solche Portale und damit weiterhin zum Kunden? Und erste Ansätze waren Gott sei Dank noch schon da, auf die wir aufbauen konnten. Wir waren beispielsweise integriert bei solchen Portalen für die energetische Sanierung und konnten dementsprechend jetzt auch in einer Corona-Drucksituation nochmals anders agieren, weil wir Erfahrung gesammelt hatten, dass Sichtbarkeit allen hilft und das Kundenerlebnis hilft zu optimieren. Wichtig dabei, es muss allerdings auch passen, wir müssen datengetrieben agieren, wir müssen das auch austauschen. Es darf auch keine Einwegstraße sein. Es gilt, über alle Anbieter hinweg eine Konsistenz zu schaffen, eine Adaption hin auf den Kontext und den Kunden vorzunehmen und auch einen passenden nächsten Schritt sicherzustellen. Denn das ist auch wieder in dieser Vielfalt der Geräte ganz entscheidend. Was wir uns dabei vorgenommen haben und was wir leben, naja, das ist die rechtliche Basis, aber wir gehen einen Schritt weiter, denn da, wo viele Daten und viel Verantwortung so ein bisschen der riesige Heuhaufen ist, haben wir in der KfW damals gesagt, wir gehen auch in eine ethisch orientierte Datennutzung. Das heißt, nicht alles, was erlaubt ist, ist auch legitim aus Nutzersicht und haben wirklich gesagt, wir begeben uns auf die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, was dann wiederum nicht nur für die KfW interessant sein sollte. Und damit komme ich auch schon zum Ende und zu vier Punkten zum Mitnehmen, die ich nochmal zusammengetragen habe. Der erste Punkt, und das ist vielleicht so etwas, schöne Locations, wir vermissen sie alle, wir können nicht mehr dahin reisen. Ich möchte euch mitgeben, don't be a tourist, be an immigrant am Ende des Tages. Werdet wirklich eins mit diesem Kontext, Datennutzung und Digitalisierung müssen Kernkompetenzen werden, sonst kann man nicht auf dieses schnellere Tempo umschalten. Punkt 2, was dafür notwendig ist, geht sicherlich in Richtung auch der Entscheider. Take the blue pill, gebt sie auch denen, die ihr überzeugen müsst an der Stelle. Wer die Story aus der Matrix nicht kennt, damit sieht man die eigentliche Wahrheit, während man mit der roten Pille wieder so ein wenig in den Tiefschlaf versinkt. Es gilt keine Daten, keine Digitalisierungsstrategien. Es gibt nur Strategien für den Alltag. Das ist das, was dahinter steht. Punkt 3, und den habe ich mehrfach strapaziert, das ist er, manchmal auch eine Sie, abwechseln, kundenzentriert denken und die Daten tatsächlich vielleicht auch ethisch orientiert im Kundensinne verwenden und damit passende, relevante Erlebnisse schaffen. Punkt 4, der letzte Punkt an der Stelle, collaborate, kooperiert, tut euch zusammen, um erfolgreich Großes zu gestalten. Das ist etwas, tut man sich naturgemäß leichter, wenn man vorher schon unsichtbar und in guten Partnerschaften war, hat sich in solch einer Krise aber wirklich als Erfolgsmerkmal gezeigt. Denn wir mussten nicht gegen Giganten ankommen, aber manche Branche muss das. Das geht zusammen definitiv besser. Und one more thing, was haben wir noch daraus gelernt aus der ganzen Situation? Naja, es ist so einfach machen, das ist so wie wollen, nur einfach viel krasser. Und damit hoffe ich, dass das nicht zu viel war, dass ich nicht viel zu schnell war. Ich freue mich drauf, wenn ihr mich kontaktiert, gerne auf einen der sozialen Kanäle. Und auch unser Logo soll diese Dynamik vielleicht nochmal widerspiegeln. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Fragen und die Diskussion. Ich danke dir, Oliver, und du hattest das jetzt auch, glaube ich, ein bisschen im Gefühl, du hast leider ein bisschen überzogen, darum können wir nur eine Frage aus dem Chat noch nachschießen und ich bitte dich da wirklich um eine kurze Antwort, damit wir nachher nicht völlig aus dem Zeitplan sind. Und zwar möchte Stefan Peper von Fielmann AG wissen, seit wann gibt es den Zuschussbereich mit Login für Verbraucher und ist es durch deine Aktivitäten entstanden?
Tatsächlich für Verbraucher gibt es ihn schon länger. Das ist das sogenannte Zuschussportal, wo man jetzt beispielsweise die Förderung für die Ladeinfrastruktur schafft. Er ist tatsächlich durch mein Mitwirken immer weiterentwickelt worden. Da sind wir aber sicherlich noch nicht in der Qualität unterwegs, wie wir es zuletzt in der gewerblichen Förderung waren. Haben wir tatsächlich auch während der Corona-Krise die Unternehmen vorgezogen vor den, sagen wir mal, den kleinteiligeren Privatkundengeschäft. Dann sage ich Dankeschön und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Liebe Vielen Grüße. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.